Grüezi, ich bin der Stefan Steiger von der IOZ AG und ich würde Ihnen gerne Neuerungen im Bereich Suche von SharePoint 2013 zeigen. Eine der auffälligsten Änderungen ist sicher die Zusammenführung von Fastsuche und der SharePoint-Suche. SharePoint liefert Konnektoren und den Crawler und Fast bietet fortschrittliches Contents- und Query-Processing. Also, was heisst, man hat von beiden Versionen das Beste zusammengenommen. Ebenfalls neu möglich ist auch die Indexierung von PDF, also das heisst, man braucht keinen speziellen Eye-Filter mehr. Ebenfalls neu dazugekommen ist das sogenannte fortlaufende Crawling. Bei dem erscheint neuer Inhalt viel schneller in der Suche. Auch hat Microsoft viel investiert, um ihre Suche cloud-ready zu machen. Das heisst, viele Teile, die früher nur haben können in der Zentraladministration bearbeitet werden, können neu auch von einem Site Collection Administrator eingestellt werden. Auch hat man recht viel investiert im Bereich von der Benutzerfreundlichkeit. Man hat zum Beispiel direkte Vorschau oder auch direkte Suchen in Dokumentbibliotheken. Als nächstes werde ich Ihnen zwei, drei von diesen neuen Highlights zeigen. Wir steigen hier gerade mal ein auf der Startseite von einem Enterprise-Suchcenter und ganz einmal ersten Begriff ein. Und Sie sehen, während dem Eingeben vom Begriff komme ich Vorschläge über, nach was Sie suchen können. Das ist auch eine neue Erweiterung vom SharePoint 2013. Sobald Suchresultate da sind, sehen Sie, hat man auch die Möglichkeit, neu dank der Office Web Apps direkt in Dokument hineinschauen. Sie sehen, ich kann hier gerade in der Folie blättern. Man sieht auch allgemein, Suchresultate sind viel schöner dargestellt. Eine weitere Neuheit ist ebenfalls, dass SharePoint versucht, automatisch Sprachen zu erkennen. Sie sehen, ich habe im Moment hier Deutsch gewählt und ich komme deutsche Suchresultate über. Wenn ich jetzt hier die Sprache auf Englisch wechsle, setzt SharePoint eine neue Suche ab und Sie sehen, ich habe andere Suchresultate mit englischen Texten. Die Sprache habe ich nie im Dokument selber vergeben, sondern die Suche hat selber gemerkt, ah, das ist ein englisches oder das ist ein deutsches Dokument. Wenn wir jetzt mal nach einem anderen Begriff suchen, dann sehen Sie, dass Sie die Resultate verschieden dargestellt werden, je nachdem, wo Sie herkommen. Ja, zum Beispiel ein Glossar, wo verschiedene Begriffe erklärt werden und Sie sehen, Suchresultate aus diesem Begriff werden anders dargestellt als zum Beispiel eben hier ein Word-Dokument oder Sie sehen auch, dass Dokumente, die aus einem File-Share kommen, grau hinterlegt sind. Es ist relativ einfach, die Suche so zu konfigurieren, dass die Resultate je nach Herkunft anders aussehen. Eine weitere Neuerung sind die sogenannten Visual Refiners. Mit denen wird mehr grafisch dargestellt, aus welchem Suchbereich wie viele Resultate vorhanden sind. Wir sehen jetzt das hier am Beispiel vom Änderungsdatum. Man sieht, es hat hier relativ viele alte, dann eine Zeit lang wieder nichts und dann wieder hier neue Resultate. Und ich habe jetzt hier mit dem Schieber kann ich meine Suchresultate eingrenzen und ich komme dann nur noch die entsprechenden Resultate über. Man kann das ganze Refinement kann man auch anpassen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel aufs Glossar gehen, da suchen wir nur im Bereich Glossar, da sehen Sie, da habe ich jetzt andere Refiner definiert, als wir hier vorher auf der Gesamtsuchseite haben. Falls Sie das Refinement im SharePoint 2010 haben mal müssen anpassen, haben Sie das sicher sehr mühsam in Erinnerung. Mit 2013 hat hier Microsoft einiges investiert. Wenn man das Webpart bearbeitet und die Einstellungen geht, gibt es neu ein Wizard, wo man das ganze Refinement anpassen kann. Sie sehen hier alle verfügbaren Managed Properties. Ich kann hier einfach eins wählen, kann auch die Reihenfolge verändern, kann auch ein Alias vergeben, das für den Benutzer vielleicht verständlicher ist. Und sobald als ich hier drücke Apply, erscheint mir meine Änderung hier.
Das ist wirklich sehr viel einfacher und erspart einiges an XML-Schreiberei. Das ist nur ganz ein kurzer Ausschnitt aus diesen vielen Neuerungen, gerade im Bereich Suche. Es gibt noch viel mehr. Falls Sie Interesse haben, besuchen Sie doch unsere Homepage, wo Sie noch viel mehr zur Suche erfahren können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.